Zum Schluss der Sendung schauen wir auf die brutale Ordnung von Unterdrückung. Wie wir wissen, ist sie nur mit Vernichtung aufrechtzuerhalten, so auch in den Folterkellern des Assad-Regimes in Syrien. Wer etwa nach Tadmor kam, erlebte die Hölle. Zehntausende wurden dort inhaftiert. Nun wollen ehemalige Gefangene ihr Trauma aufarbeiten, indem sie es noch einmal durchleben. Der Dokumentarfilm Tadmor zeigt ehemalige Gefangene, die ihre erlebte Qual nachspielen. Hier errichten ehemalige Inhaftierte die Kulissen für einen Dokumentarfilm. Sie bauen den Ort nach, der sie bis heute, über 15 Jahre nach ihrer Entlassung, in ihren Albträumen verfolgt. Tadmor. Der gleichnamige Film von der SRG co-produziert. In Syriens gefürchtetstem Kerker gab es nur Gehorsam. Viele Libanesen und Palästinenser endeten hier, willkürlich inhaftiert. Nun gehen sie noch einmal zurück in ihren Alltag voller Erniedrigung und roher Gewalt. Auch die Wärter werden von ehemaligen Gefangenen dargestellt. Weit davon entfernt, im bernischen Gerzensee, treffen wir einen der Beteiligten, Ali Abouden, mit der Regisseurin Monika Borgmann. Unterwegs für die Sache des Films. Ich verbrachte dort 5 meiner insgesamt 13 Jahre in Haft. Ein Tag glich dem anderen. Immer Folter. Dauernd in Angst. Du weißt nicht, wann du sterben wirst. Nachdem sie die Interviews aufgenommen hatten, ergab sich erst die Form des Films. Die gespielten Szenen in den Zellen waren dann in einem Tag und einer Nacht gedreht. Die Männer, wenn sie keine Worte mehr hatten, standen sie auf, spielten nach, was man auch im Film sieht. Und das heißt, uns war sehr schnell klar, dass Worte nicht ausreichen, um das Geschehene zu beschreiben. Und durch diese Form von Reenacting haben die Männer meiner Meinung nach eine Ausdrucksform gefunden, die ihnen absolut entspricht. Wir brauchten kaum Zeit, um zurückzufallen in unser Verhalten von damals, vor 15 Jahren. Wir wurden automatisch wieder zu Gefangenen. Tadmor war berüchtigt für seine Foltermethoden. Was die Männer hier erleiden mussten, kannten sie von keinem anderen Gefängnis. Wie aber lässt sich dieses unfassbare Grauen überhaupt abbilden? Im Film sind wir nicht in alle Details gegangen. Wir wollen die Zuschauer nicht schockieren, sie nicht abschrecken. So haben wir uns für eine Auswahl an Folterszenen entschieden, um diese für die Zuschauer erträglicher zu machen. Der Film hat zum Ziel, nicht nur Folter zu zeigen, sondern er hat auch zum Ziel, das kleine Geheimnis von jedem zu enthüllen, wie er überlebt hat. Der Dreh hat ihnen geholfen, Herr über ein Kapitel ihrer Lebensgeschichte zu werden. Tausende überlebten die Folter nicht. Ali Abouden aber wurde im Jahr 2000 begnadigt. Nun hat er das Trauma nochmal durchlebt. Mit welchem Nutzen? Für mich hat sich damit wenig verändert. Aber ich habe den Film gemacht, damit die Menschen von uns erfahren, mit uns mitfühlen können.
Und vielleicht kann nur schon einer etwas für all jene tun, die noch immer in Gefangenschaft sind. Ein Film als starkes Plädoyer für die Unversehrtheit und Würde jedes Menschen. Ab 9. März im Kino.